Moin, FlexDoc hier. Wir haben hier die Pulsar X-Lite V3 Mini intensiv getestet, obwohl eigentlich nicht viel anderes zu erwarten ist als von der X-Lite V3 Medium, da die Mini ja, wie der Name irgendwie ja schon suggeriert, halt nur kleiner ist. Trotzdem gibt es hier genau deswegen was zu erklären. Los geht's nach dem Intro. Da die X-Lite V3 Mini also nichts anderes ist als eine geschrumpfte X-Lite V3 Medium, die Specs hier im Schnelldurchlauf. Natürlich ist auch der 3395 Sensor verbaut, Motion Delay ist dementsprechend gering, Klicks sind optische Razer 80 Millionen Switches, ähnlich derer, die auch Razer unter eigenem Brand verwendet. Die Gesamtklicklatenz ist mit 152 Millisekunden im Human Benchmark Test ungefähr da, wo auch die Medium ist. Vielleicht wegen der kleineren Taste ein kleiner Latenzvorteil, aber da die Werte innerhalb der Messtoleranz von plus minus 2 Millisekunden liegen, als gleich zu betrachten. Insgesamt also alles sehr gut. Unterschiede gibt es dann naturgemäß beim Gewicht. Mit 52,9 Gramm ist sie 2,5 Gramm leichter als die Medium. Allerdings ist das Balancing der Mini ebenfalls nicht so optimal wegen dem weit hinten verbauten Akku. Aufgrund der geringeren Größe fällt dies nicht so gravierend aus wie bei der Medium, ist aber trotzdem sehr störend. Dazu aber später mehr, denn das Problem ist recht einfach zu beheben. Ein Punkt, auf den wir aber genauer eingehen wollen, sind die Dimensionen. Mit 115,6 mm Länge ist sie natürlich deutlich kürzer als die Medium mit ihren 122 mm. Der Grund ist natürlich in erster Linie, die Zielgruppe Gamer mit kleineren Händen zu erreichen. Und damit stehen sie bei den ergonomischen Mäusen recht alleine da. Es gibt sehr wenige Hersteller, die wirklich kleine Ergo-Mäuse auf den Markt bringen. Da war mal eine SKS von G-Wolves, die nie in Wireless herauskam, dann irgendeine Sharkoon Lite 200 oder so. Natürlich alle baugleichen Xenix-Varianten mit dem gleichen Shell ebenfalls. Alle sind aber nicht so bekannt und haben sich wohl nicht gut genug verkauft, um einen Wireless-Nachfolger zu bekommen. Dann ist da natürlich auch noch die Deathadder Mini, die aber erstens dann doch deutlich zu klein geraten ist und von der Form für diese Größe absolut nicht geeignet ist. Am nächsten kommt die Pulsar X-Lite V3 Mini noch die Zowie EC3 CW, die mit ihren 119 mm aber schon deutlich länger ist. Da die EC3 aber hinten schneller flacher wird als die X-Lite, ist sie schon halbwegs vergleichbar. Aber auf Folgendes will ich hinaus. Eine kleine Ergo-Maus ist nicht nur für Leute mit kleinen Händen interessant, sondern auch für Leute mit mittleren bis großen Händen, die eben vom Grip-Style her eine kleine Ergo-Maus haben möchten. Meine Hand kommt sicher mit einer großen Deathadder klar oder mit der EC2 oder EC1. Das ist bequem, irgendwie, ja, ergonomisch, aber eben mit Einschränkungen versehen. So ist der Spielraum für vertikale Micro-Adjustments eben stark eingeschränkt und überhaupt ist die Mauskontrolle bei einer so großen, handfüllenden Maus eben deutlich geringer. Wenn man mittlere bis große Hände hat und eine ergonomische Maus möchte, die fast ganz in der Hand verschwindet, bei der die Fingerkuppen nicht auf, sondern vor den Mausbuttons liegen, dann ist eine kleinere Ergo-Maus nötig. Es gibt da ja einige Pro-Player, die die Maus auf diese Weise halten. Mir fällt da jetzt spontan Kickstart und Twist ein, bei denen die Fingerkuppen über die Main-Buttons hinausragen und schon fast auf dem Mauspad auflegen. Das sieht komisch aus, hat aber den Sinn, dass man gefühlt eine bessere Kontrolle über die Maus hat, wenn sich die Finger möglichst nah über dem Mauspad befinden. Nachteil ist, dass so ziemlich alle Mäuse zu groß sind, um auf diese Weise einen stabilen Grip zu bekommen, da in der Regel Hulks Hände mal ausgenommen der Handballen dann auf der Maus aufliegt. Ideal wäre eine so kurze Maus, dass der Handball normal auf dem Mauspad aufliegt und die Finger trotzdem vorne überlappen und so eine optimale Stabilität liefern. Soll heißen, der Handballen gibt Stabilität durch Druck von hinten und die Fingerkuppen durch den Halt von vorne. Das gelingt mir bei der X-Lite V3 Mini nicht ganz, aber es ist trotzdem die Maus, die am nächsten von allen dran ist. Wenn ich den Handballen stabil hinter der Maus aufliegen habe, dann lappen die Fingerkuppen nicht vollständig über. Ich kann den Ringfinger aber so weit nach vorne an der abgerundeten Kante aufliegen lassen, dass ich die Maus bei vertikalen Korrekturen gut in der Hand habe und einfach zurückziehen kann. Auch kann ich, zumindest mit dem Mittelfinger, Mausbutton 2 mit der Mitte der Fingerkuppe fast schon mit dem Fingerkuppengelenk bedienen. Dies sorgt für ein entspanntes Klickverhalten und vermeidet, gepaart mit den leicht gängigen Klicks, ein Bewegen der Maus beim Klicken. Wenn euch dieser Grip-Style seltsam vorkommt, egal welcher Pro ihn nutzt, dann habt ihr recht. Das liegt aber daran, dass es bisher keine Maus gibt, die diesen Grip-Style vollkommen bedient. Außer so ein bisschen ein erfolgloser Kickstarter-Projekt vielleicht. Es werden bislang nur Mäuse hierfür mehr oder weniger erfolgreich missbraucht. Die X-Lite V3 Mini ist bisher also einfach die brauchbarste Option. Ich persönlich würde sie mir noch etwas kürzer, aber nicht schmaler wünschen, aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
Trotzdem schlägt die X-Lite V3 Mini sehr weit vorne in unserer Top-Liste der ergonomischen Mäuse auf, aufgrund des etwas niedrigeren Gewichts noch vor der Medium-Variante. Noch weiter vorne und somit Gleichstand mit der Thorn hätte es gegeben, wenn es nicht den 9-Punkte-Abzug wegen dem Balancing bei uns gegeben hätte. Aber den kann man einfach beheben. Womit wir jetzt zum eingangs angekündigten Thema kommen, dem Balancing-Mod. Wir haben dies hier an der X-Lite V3 Mini praktiziert, weil es die für mich interessantere Größe ist, aber das Mod dürfte genauso mit der Medium- und der großen Variante funktionieren. Wie man so eine Maus aufregt, dürfte ja Zuschauern unseres Kanals bekannt sein. Mit einem Föhn oder Heater etwas den hinteren Mausfuß anwärmen und dann vorsichtig an einer Stelle mit einem flachen Plastikgegenstand anheben und abziehen. Vorsichtig, wenn man die Glides wiederverwenden möchte. Dann Schrauben hinten lösen. Es gibt hier nur hinten Schrauben, daher reicht es, den hinteren Glide abzunehmen. Sind die Schrauben gelöst, nach und nach die Clips vorne vorsichtig lösen und die Maus nach vorne aufklappen. Schaut man sich das Ganze dann bei geöffnetem Gehäuse an, dann erkennt man schnell den Übeltäter für die Missbalance. Den Akku. Glücklicherweise ist der Akku nur geklebt und das auch nicht sonderlich gut, so dass man ihn einfach herausnehmen kann. Auf dem Akku ist ein Schaumstoffpolster und in der Oberschale des Gehäuses ein Plastikteil, mit dem der Akku noch einmal zusätzlich fixiert wird. Dies könnte man mit einer Zange noch herausklipsen, wenn wir den Akku eh nach vorne verlegen. Aber da es kaum Gewichtsreduktion bringt und für das Balancing unerheblich ist, haben wir das mal gelassen. Den Akku haben wir dann mittig auf den Chipsatz geklebt, da wo er eigentlich von Anfang an hingehört hätte. Also nicht mit Klebeband auf den Chip, sondern an der Stelle auf einer Halterung über dem Chip. Das eine Gramm mehr hätte das Balancing von Werk aus dermaßen verbessert, dass die Maus dafür um 5 Gramm leichter wirken würde. Aufpassen muss man etwas mit der Scrollradstabilisierung vorne. Wenn die beim Öffnen der Maus aus der Halterung flutscht, dann vor dem Zusammenschrauben von dem ganzen Plumpquatsch diese besser wieder einhängen. Jedenfalls ist durch diese einfache Maßnahme die Missbalance erfolgreich behoben. Mit diesem Balancing hätte sich die Mini neben der Lampe zuvor als Spitzenreiter der Ergo-Top-Liste eingefunden. Hätte, hätte, Fahrradkette. Unser Fazit zur Pulsar X-Lite V3 Mini. Eine nahezu perfekte Ergo-Maus für kleine Hände oder für Gamer mit mittleren bis großen Händen, wenn sie eine Maus haben wollen, die komplett unter der Hand verschwindet und bei der man vorne und hinten mehr Kontrolle hat als bei anderen Mäusen. Einziger Kritikpunkt ist das Balancing, was man aber wie gesehen einfach beheben kann, wenn es einen denn stört. Für mich persönlich könnte sie noch deutlich kürzer sein, um die Fingerkuppen vollständig auf dem Mausbett ablegen zu können, aber ansonsten tolle Maus Pulsar. Blackstock.